Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, die Valerie, und heute geht es um 5 Vorsätze, die man sich macht und sowieso wieder bricht. Silvester steht ja vor der Tür und ja, die Deutschen machen sich auf jeden Fall jedes Jahr wieder neue Vorsätze und werden die besten Menschen überhaupt, und da gehöre ich auch dazu. Mein Vorsatz Nummer 1 ist Sport machen und sich gesund ernähren und abnehmen und sowieso. Okay, erstmal eine Melone. Ja, zweiter Punkt, sparsam sein. Ja, kennt vor allem die Mädels kennen das, wenn man in der Stadt ist und man sagt so, heute kaufe ich nichts. Und naja. Dann jedes Jahr sage ich mir, dieses Jahr schiebe ich nichts mehr vor mir her. Ich gebe alles rechtzeitig ab, ich lerne mehr, ich lerne wie ein Biest. Ich werde die beste Schülerin oder Studentin überhaupt. Und ey, wie läuft's eigentlich mit deiner Hausarbeit? Ja, voll gut. Dann denke ich mir jedes Jahr, was auch ein bisschen mit den anderen Sachen zu tun hat, trinken, weniger trinken. Ich will ja nicht sagen, aber der Wodka ist im Angebot. Ja. Oder man ist am nächsten Tag total fertig und kann gar nichts, dann liegt man. Ja, deswegen, Alkohol ist böse. Dann ordentlich sein. Ich bin so ein Chaot, ich denke jedes Mal, dieses Jahr werde ich die ordentlichste Person. Ich mache einmal mindestens in der Woche, putze ich alles. Ich kümmere mich um meinen Kleiderschrank, ich räume den auf, ich gehe gut mit meinen Sachen um. Ein Scheiß. Ja, und dann denke ich mir, an sich einfach irgendwie sozial ein besserer Mensch sein. Spenden, Mama und Papa oft anrufen, niemals mehr schlechte Laune an irgendjemanden auslassen. Ich hasse dich, du heuchlerisches. Ja, das sind meine Vorsätze und ich bin zumindest darin konsequent, sie jedes Jahr nicht einzuhalten. Aber vielleicht wird es dieses Jahr besser. Was sind eure Vorsätze? Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt und wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Tschüss. Das fängt damit an, dass es super kalt ist. Ich hasse Kälte einfach, wenn man sich nirgendwo im Freien aufhalten kann. Wenn man in der Bahn schwitzt und dann, wenn man rausgeht, erstmal einen Kälteschock kriegt, wenn man in der eigenen Wohnung friert. Mein letzter Ohrwurm war, oh, leider sogar ein Lied von mir, die Chicken Wings in den Ofen werden braun. Ich sing's mal ganz kurz vor, die Chicken Wings in den Ofen werden braun, werden braun, werden braun.